Ja, herzlich willkommen zu der dritten Session in dem ersten Tag der Berliner Demografietage. Ich freue mich sehr, Sie hier alle begrüßen zu können. Mein Name ist Monika Queisser. Ich bin Abteilungsleiterin Sozialpolitik bei der OECD in Paris und freue mich ganz besonders auf diese Diskussion, die sich dem Thema Politik widmen wird. Und zwar, wie kann die Politik junge Menschen besser unterstützen? Denn wir wissen alle, dass es letzten Endes an der Umsetzung hakt. Wir können alle möglichen guten Ideen haben, aber wenn wir das nicht schaffen, politisch die Zielgruppen zu erreichen, die wir erreichen möchten, mit den richtigen Maßnahmen, auf den richtigen Ebenen, unter Beteiligung der Jugendlichen selber, die uns am besten sagen können, was sie brauchen, um gut ihre verschiedenen Lebensphasen, die Übergänge von Schule in Arbeit und ähnliche wirklich sehr wichtige Wendepunkte in ihrem Leben zu meistern, wie wir da am besten als im politischen Prozess ihnen helfen können, aber nicht nur helfen, sondern eben sie mit beteiligen können. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ein wunderbares Panel haben. Wir beginnen mit einer Keynote-Speech von Professor Dr. Birgit Reissig. Frau Reissig leitet die Außenstelle Halle am Deutschen Jugendinstitut und außerdem den Forschungsschwerpunkt Übergänge im Jugendalter, der natürlich gerade für diesen politischen Ansatz in dieser ganz, ganz wichtigen Phase, wie wir auf Englisch sagen, School-to-Work-Transition, ganz, ganz wichtig ist. Und da gibt es sicherlich auch noch andere Übergänge, von denen uns Frau Reissig berichten wird. Frau Reissig ist außerdem Honorarprofessorin für Jugendhilfeforschung an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Frau Professor Reissig, ich gebe Ihnen sofort das Wort, damit wir direkt in die Materie einsteigen können, und freue mich sehr auf Ihre Keynote-Speech. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zum, glaube ich, vierten Panel sogar schon des heutigen Nachmittags. Und wie schon gesagt, es beschäftigt sich mit der Frage, wie Politik junge Menschen besser unterstützen kann. Und ich kann das natürlich nur aus einer Perspektive der Wissenschaft und der anwendungsorientierten Wissenschaft versuchen, ein bisschen zu thematisieren und einzukreisen. Und vielleicht so ein erster Punkt, den ich hier setzen würde, wäre auch immer, dass Politik ganz unabhängig, auf welcher Ebene sie agiert, sicherlich auch immer vor allen Dingen datenbasiert arbeiten sollte und datenbasiert auch Programme und Maßnahmen entwickeln sollte. Das vielleicht mal so ein bisschen als ein erster Punkt, über den man sicherlich auch noch diskutieren kann. Ich habe mein kurzes Statement in drei Punkte nochmal untergliedert. Ich möchte auch nochmal eine thematische Fokussierung vornehmen. Es ist ja ein breites Feld, das junge Leute im Aufwachsen beschäftigt. Ich werde das nochmal etwas zuspitzen auf ein Thema, möchte dann ein paar empirische Schlaglichter zu diesem Thema vorstellen und in einem dritten Punkt genau auch aus diesen empirischen Schlaglichtern ein paar Implikationen für Politik und entsprechende Maßnahmen und Programme von Politik herausfiltern. Und bin dann natürlich auch sehr gespannt auf die weitere Diskussion. Meine Fokussierung möchte ich richten auf den Bereich auch nochmal der Bildung und vor allen Dingen der Übergänge in Ausbildungs- und den Arbeitsmarkt, als natürlich auch mein Forschungsfeld, aber auch als ein Thema, was natürlich eine ganz wichtige Grundlage im Aufwachsen junger Menschen bietet für letztendlich gesellschaftliche Teilhabe. Das ist ja sehr stark genau daran geknüpft. Wir sehen in der Forschung finanzielle Unabhängigkeit, der Aufbau eines eigenen Haushaltes, Familiengründung. Das ist natürlich alles sehr eng, genau auch mit den Fragen, wie gut kann ich mich platzieren im Arbeitsmarkt, wie gut kann ich auf Ausbildung zugreifen. Und gerade auch in Deutschland wissen wir, dass eine abgeschlossene Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium ein ganz entscheidender Schutzfaktor beispielsweise vor Arbeitslosigkeit in der weiteren Biografie ist. Wenn wir uns diesem doch trotzdem auch noch großen Thema zuwenden und widmen, ist es natürlich immer ganz wichtig, einerseits größere Trends auch nochmal im Blick zu haben und im Hinterkopf zu behalten, aber auf der anderen Seite auch immer zu schauen, welche Erwartungen, welche Bedürfnisse haben denn Jugendliche selber. Und wenn wir auf die Arbeitswelt schauen, dann
ist die geprägt augenblicklich von Megatrends, kann man sagen. Das eine sind natürlich technisch-ökonomische Entwicklungen. Stichwort Globalisierung ist gerade sicherlich auch nochmal ein ganz, ganz aktuelles Thema. Wir haben die Digitalisierung als einen solchen Megatrend. Wir haben natürlich nach wie vor demografische Entwicklungen, die eher in Richtung einer weiteren Alterung der Gesellschaft weisen, auch wenn das regional auch in Deutschland sicherlich recht unterschiedlich ausgeprägt ist. Und wir haben als dritten Punkt auch gesellschaftliche Veränderungen ganz zuvorderst, den Klimawandel oder auch die Verknappung wichtiger natürlicher Ressourcen. Das sind alles ganz wichtige Trends, die man nicht vernachlässigen darf, wenn man sozusagen in die Arbeitswelt schaut, in die Anforderungen der Arbeitswelt. Auf der anderen Seite steht natürlich immer wieder die Frage, was wollen eigentlich junge Menschen, wie stellen sie sich ihre Zukunft und ihr Leben vor und so ihr allgemeinere Einblicke zeigen doch immer wieder, dass so die entgrenzten Entwicklungen, die da die Jugendforschung ja seit einigen Jahrzehnten sieht, entgrenzte Welten, in denen Jugendliche leben müssen, nicht unbedingt das ist, was Jugendliche sich selber wünschen, sondern hier geht es gerade auch nochmal in den letzten Jahren sehr stark darum, Stabilität zu erhalten, einen wirklich möglichst sicheren Beruf zu ergreifen, der eben wirklich Teilhabe auch ermöglicht. Es geht um gute Vereinbarkeit von Familie, Arbeit und Freizeit, das ist jungen Leuten wichtig, aber natürlich auch sinnvolle und gesellschaftlich nützliche Tätigkeit. Auch das ist ein Punkt, der für junge Menschen durchaus wichtig ist. Insofern ist es auch immer ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, Jugendliche sind keine Objekte, auch keine Objekte von Politik, sondern sie sind Subjekte und fordern das ja auch. Wir sehen das ja jetzt auch gerade beim Thema Nachhaltigkeit und fordern das natürlich auch ganz stark ein. Das ist ein Punkt, auf den ich dann später auch nochmal zurückkomme. In meinem zweiten Punkt möchte ich nun nochmal auf einige aktuelle Befunde eingehen, die den Übergang Schule-Beruf nochmal kennzeichnen und die auch Anknüpfungspunkte für politisches Handeln sicherlich darstellen. Es ist einiges an anderer Stelle heute auch schon angeklungen. Wenn wir eher in den schulischen Bereich gucken, insbesondere den Bereich der Vorbereitung auf den Übergang, sehen wir nach wie vor einen anhaltenden Trend zur Höherqualifizierung. Wir haben nach wie vor über 40%, die nach der 4. Klasse in die weiterführende Schule ins Gymnasium wechseln und haben auch einen hohen Anteil von ungefähr 50%, die eine Hochschulzugangsberechtigung erhalten. Aber, und das ist sozusagen sofort wieder ein Aber, die Zugänge sind nach wie vor, das ist ja auch im vorhergehenden Panel diskutiert worden, sehr, sehr abhängig von der sozialen Herkunft der jeweiligen Kinder und Jugendlichen. Das ist es nach wie vor, auch wenn wir leichte Entwicklungen hier sehen können, leichte Aufwärtsmobilitäten in den letzten Jahren, bestimmt die soziale Herkunft auch über Bildungswege. Wir haben, das ist ein zweiter Punkt in der Vorbereitung auf den Übergang, nach wie vor sehr tradierte Wunschberufe, wenn wir auf die Seite der Jugendlichen schauen. Wenn wir gucken, was sagen uns insbesondere junge Leute mit mittleren und niedrigeren Bildungsabschlüssen, welchen Beruf möchten sie ergreifen, sind die ausgerichtet an sehr, sehr traditionellen Vorstellungen und Berufsbildern. Ich sage mal als Beispiel, der Einzelhandelskaufmann, die Einzelhandelskauffrau ist so etwas, was da immer wieder vorkommt. Es ist ein sehr enges Berufswahlspektrum, was wir feststellen und eins, was sehr stark geschlechterorientiert ist nach wie vor oder geschlechtergetrennt in diesem Fall. Also MINT-Berufe, Dinge, die mit Digitalisierung zusammenhängen, die im Strukturwandel auch eine ganz wichtige Rolle spielen, spiegeln sich hier tatsächlich nur sehr wenig wider. Ein dritter Punkt, der auch eher nochmal die Ebene der jungen Leute selber adressiert. Wir haben in unseren eigenen Studien sehr stark feststellen können, eine wachsende Unsicherheit, und zwar das schon vor der Pandemie, dass fast 50% sowohl der mittleren und niedrigeren Bildungsgänge, aber durchaus auch in den Gymnasialgängen, uns gesagt haben, dass sie wirklich Probleme damit haben, einfach nicht zu wissen, was später aus ihnen wird. Also so etwas, dass man schlecht abschätzen kann, welchen Weg ich wähle, trägt der tatsächlich auch für meine Biografie oder zumindest für die nächsten Jahre. Und das ist etwas, was junge Leute tatsächlich umtreibt, wo wir hier auch vielleicht mit einem größeren Optionsstress, wird das auch genannt, es zu tun haben, Möglichkeiten durchaus da sind, aber die Entscheidungen halt schlechter abschätzbar sind, die sie für die Zukunft treffen.
Wenn wir einen Schritt weitergehen und Befunde aus dem Bereich der Ausbildung uns direkt anschauen, fällt auf, dass wir doch sehr stark in den letzten Jahren, und das ist in der Corona-Pandemie tatsächlich auch nochmal verstärkt worden, von sogenannten Passungsproblemen sprechen auf dem Ausbildungsmarkt. Das ist eigentlich eine relativ paradoxe Situation, dass wir auf der einen Seite unbesetzte Ausbildungsstellen haben. Also es gibt Angebote von Betrieben, die gerne ausbilden wollen. Auf der anderen Seite haben wir auch nach wie vor einen hohen Anteil von sogenannten unversorgten Jugendlichen, die eigentlich eine Ausbildung machen wollen. Hier kommt also irgendwas nicht zusammen an dieser Stelle. Wie gesagt, auch durch die Pandemie nochmal verstärkt worden. Und ein dritter Punkt, um den es ja gerade auch in der letzten Dekade sehr große Diskussionen gab, ist das sogenannte Übergangssystem als ein Teil des Berufsbildungssystems, das ja selber Angebote macht oder wo sozusagen Angebote zusammenkommen, die eher im berufsvorbereitenden Bereich liegen, wo man also selber keinen beruflichen Abschluss erwerben kann, aber zum Beispiel das Berufsvorbereitungsjahr oder dass man auch Schulabschlüsse tatsächlich erwerben kann. Das Übergangssystem ist sozusagen häufig schon totgesagt worden. Man hat gesagt, man braucht es eigentlich nicht mehr, weil die demografische Entwicklung es überflüssig machen wird. Aber wir sehen, dass nach wie vor ein stabiler Anteil von ungefähr einem Viertel der jeweiligen Neuzugänge pro Jahr nach wie vor in das Übergangssystem mündet. Das heißt also, dort Zwischenschritte einlegt. Auch da ist es sicherlich wichtig, nochmal genauer hinzuschauen. Und wenn wir dann selber auf den Eintritt in den Erwerbsmarkt schauen, haben wir sicherlich gerade aus deutscher Sicht doch die komfortable Situation einer doch sehr geringen Jugendarbeitslosigkeitsquote, von auch in der Pandemie von über unter, also das schwankt immer ein bisschen, aber um die 5%. Also das ist tatsächlich auch im internationalen Vergleich sicherlich eher positiv zu bewerten, weil sehr gering. Allerdings sehen wir auch, dass durchaus eine Armutsgefährdung auch zu beobachten ist und vor allen Dingen auch ein hoher Anteil von sogenannten atypischen Beschäftigungen, gerade für junge Leute. Also alles, was sozusagen in Richtung geringfügige Beschäftigung, Teilzeitbeschäftigung geht oder eben auch befristete Beschäftigung, betrifft junge Leute tatsächlich sehr viel häufiger als die anderen ArbeitnehmerInnen. Wir haben, gerade wenn wir auf die Befristungen schauen, einen Anteil der unter 35-Jährigen von 60%, die also in befristeten Beschäftigungen tätig sind. Und unsere eigenen Untersuchungen haben ergeben, dass das auch wieder sehr stark korreliert mit den Abschlüssen. Also vorhandene Abschlüsse, die Güte der Abschlüsse, je höher oder je geringer sozusagen der Abschluss ist oder sogar keine Berufsausbildung vorliegt, umso höher ist der Anteil der befristeten Beschäftigung und so schwieriger ist es auch, aus diesen Befristungen tatsächlich in eine unbefristete Tätigkeit überzugehen. Also auch hier wieder soziale Ungleichheit, die hier doch nochmal einen ganz starken Punkt ausmacht. Was heißt das jetzt eigentlich für mögliche Ansatzpunkte durchaus auch für Politik? Ich hatte vorhin gesagt, dass das Berufswahlspektrum sehr eng ist, dass wir ein gewisses Mismatch haben bei Ausbildungsplätzen und Nachfragen. Das heißt also, ein erster Angriffspunkt ist natürlich auch in Richtung Berufsorientierung. Da ist relativ viel, glaube ich, auch schon getan worden, gerade was die Frühzeitigkeit der Berufsorientierung betrifft. Man hat also sehr viel früher angefangen, über diese Themen auch vor allen Dingen im Schulkontext zu sprechen. Was sicherlich noch bedenkenswert wäre, tatsächlich es als längerfristigen Prozess auch zu begreifen. Eine Orientierungsphase in beruflicher Richtung ist nicht zwingend mit dem Beenden der allgemeinbildenden Schule vorbei, sondern man hat immer wieder Phasen auch im Lebenslauf, wo man sich neu orientiert. Ich hatte vorhin gesagt, dass Zwischenschritte durchaus auch nach der Schule häufig noch da sind, wo noch gar nichts entschieden ist darüber, welchen Weg man geht. Und hier ist es ganz wichtig, dieses auch zu sehen und gut zu begleiten und auch wirklich nicht abbrechen zu lassen auf solche Orientierungsprozesse. Vielleicht auch von vornherein stärker auch als Laufbahnkonzepte aufzufassen. Praxis, Praxis, Praxis spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Also das, was wir eigentlich in der dualen Ausbildung haben, dieses Zusammengehen von Theorie und Praxis zieht sich oder sollte sich tatsächlich auch genau durch diese Berufsorientierungen, aber auch berufsvorbereitenden Maßnahmen stärker hindurchziehen.
Ein anderer Ansatzpunkt ist auf jeden Fall auch das Übergangssystem. Ich hatte es gesagt, es ist nicht obsolet. Das heißt, es ist eine feste Größe im Berufsbildungssystem und es muss tatsächlich sehr viel stärker als Chancenverbesserungssystem ausbuchstabiert werden. Das ist, glaube ich, etwas, was noch viel stärker umzusetzen ist, an individuellen Potenzialen anzusetzen, Anrechenbarkeiten zu prüfen von Kompetenzen, die erworben werden, auch in diesen Maßnahmen. Und es geht natürlich auf einer strukturellen Ebene auch darum, hier die vielen Akteure, die in diesem Feld sich betätigen, auch sehr viel besser auch nochmal aufeinander abzustimmen, also auch Management, Übergangsmanagementprozesse, Kommunen zu stärken an dieser Stelle. Ein anderer Punkt, der auch tatsächlich innerhalb der Ausbildung nochmal eine Rolle spielt, also nicht nur bis zum Schritt, dass man eine Ausbildung erreicht hat, ist Politik gefragt, sondern auch darüber hinaus zu schauen, wie kann man wirklich die verschiedenen Gruppen, also wie Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund, mit Jugendlichen mit schlechten Startchancen, mit gering qualifizierten Personen, QuereinsteigerInnen. Wie können sozusagen hier Ausbildungen auch so, gestrickt werden, so aufgesetzt werden, dass es für diese Menschen möglich ist, gut eine Ausbildung auch abzuschließen. Also nicht nur hineinzukommen, sondern auch einen Abschluss dann letztendlich zu erreichen. Das heißt also Teilzeitausbildungen, Verlängerungsmöglichkeiten, also sehr viel flexibler tatsächlich auch innerhalb der Ausbildung zu agieren, wäre hier sicherlich ein wichtiger Punkt. Insofern, damit komme ich dann zum letzten Punkt, kristallisieren sich aus meiner Sicht vielleicht so ein paar Prinzipien heraus, auf die es ankommt, wenn Politik tatsächlich unterstützende Maßnahmen sich genau an diesem Punkt überlegt, wenn sie sozusagen hier auch Jugendliche und junge Leute tatsächlich erreichen will. Das erste, hatte ich schon genannt, ist tatsächlich eine gute Datenbasierung. Und zwar nicht nur für die Diagnose, also was will man eigentlich bearbeiten, wie sieht das aus, sondern durchaus auch als Überprüfung, als Monitoring, wie wirken eigentlich die Dinge, die ich hier tatsächlich auch angestoßen habe. Das zweite, das haben wir heute an vielen, vielen Stellen schon diskutiert, ich sage es trotzdem nochmal, ist wirklich das Prinzip der Partizipation. Also wie können junge Menschen hier tatsächlich mit ihren Vorstellungen und Plänen gehört werden, auch für die Konzeption von Angeboten und Maßnahmen ganz konkret mit integriert werden, würde vielleicht auch sich positiv auf Erreichbarkeiten beispielsweise auch mit auswirken. Ein nächstes Prinzip würde ich mal mit Ganzheitlichkeit überschreiben, und zwar einerseits in die Richtung, dass man einen längeren Teil der Biografie in den Blick nimmt. Ich hatte das vorhin mit der Berufsorientierung beschrieben, dass das also noch nicht zu Ende ist, sondern dass man Dinge nicht abbrechen lassen darf. Aber Ganzheitlichkeit auch in dem Sinne, dass verschiedene Lebensbereiche auch möglichst zusammengedacht werden. Also dass Bildung, Ausbildung natürlich auch einen Link hat zu Gesundheit beispielsweise oder zu anderen Lebensbereichen junger Menschen. Wir brauchen, glaube ich, auch ein recht ausgewogenes Verhältnis von Maßnahmen, die Strukturen in den Blick nehmen. Ich hatte das gesagt, mit Bildungsmanagementprozessen, Unterstützung von Kommunen in solchen Bereichen zu individuell ausgerichteten Angeboten. Es ist beides wichtig und notwendig, aber man braucht sozusagen hier, glaube ich, ein gutes Verhältnis in dem, was wie unterstützt wird. Natürlich braucht es auch das Prinzip der Verschiedenheit, also dass Verschiedenheit beachtet wird, also wirklich an individuellen Voraussetzungen anzusetzen und gut zu überlegen, welche Gruppen brauchen tatsächlich welche Unterstützung. Das bezieht sich aber auch auf räumliche Gegebenheiten beispielsweise, also regionale Differenzen hier auch immer wieder mit im Blick zu behalten, dass strukturschwache Regionen sicherlich andere Maßnahmen und Unterstützung brauchen als Prosperierende, dass das auch tatsächlich systematisch mitbedacht wird. Und als letzten Punkt würde ich gerne noch aufnehmen, die Krisenfestigkeit, weil auch das ist natürlich etwas, was wir spätestens seit Corona gelernt und mitbekommen haben. Wie können tatsächlich solche Krisen, die man natürlich nicht vorhersehen kann, aber wie können solche Krisen trotzdem
nichts abbrechen lassen oder möglichst wenig abbrechen lassen an Unterstützung und Hilfe. Das ist ja beobachtet, das haben wir ja beobachtet, wie an vielen Stellen da sozusagen erstmal ganz wenig Jugendliche erreicht worden sind. Und das, glaube ich, ein bisschen von vornherein etwas krisenfester zu gestalten, wäre auf jeden Fall eine ganz wichtige Anforderung, die auch mitgedacht werden muss. Damit erstmal Dankeschön, Herr Silvia. Herzlichen Dank, Frau Reißig. Ganz viele Anregungen, ganz viele Fragen, die sich sofort stellen, die Lust machen auf weiter diskutieren. Natürlich die große Frage, wie setzen wir all diese guten, wie kriegen wir das hin, dass Politiker dann auch all diese guten Ideen umsetzen? Und was für mich jetzt auch sehr interessant war, alles, was Sie über die deutsche Situation sagten, spiegelt sich absolut wieder im OECD-Bereich, die starke sozioökonomische Gradient von Elternhaus und Bildungschancen. Nur ganz wenige Länder, die das hinkriegen, wie Finnland eben. Deswegen alle wollen wissen, wie Finnland die guten PISA-Ergebnisse gerade in diesem Bereich hinkriegt, nicht? Aber auch zum Beispiel, was eine relativ neue Studie meiner Kollegen im Bildungsdirektorat hier gezeigt hat, ist eben die tradierten Berufe. Das ist wirklich erschreckend international, wie das immer noch auf Feuerwehrmann und Polizist, und zwar wirklich jetzt ohne Witz, also wirklich auf ganz tradierte Berufe zurückgeht und eben auch die starke geschlechtsspezifische Orientierung, die wir ja wissen, die nicht nur Jugendliche betrifft, sondern eben auch selbst wenn Frauen, junge Frauen MINT studiert haben, dann tatsächlich häufig nicht mal in diesen Berufen arbeiten, sondern in eine andere Richtung gehen mit naturwissenschaftlichen Abschlüssen. Also viele, viele von diesen Themen, die wir auch im OECD-Bereich sehen. Und mich freut es auch ganz besonders, dass Sie auf die Evaluierung so abheben, denn wir haben jetzt bei der OECD zunehmend, schauen wir uns die Situation eben von den berühmten Needs, not in Education, Employment or Training, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt, die Situation an und schauen eben in länderspezifisch, welche Programme funktionieren und welche nicht. Und was ich von Ihrem Vortrag mitnehme, ist eben auch die starke Individualisierung, die Regionalisierung, die Partizipation der Jugendlichen. Und da freue ich mich jetzt sehr auf die Diskussion, denn ich denke, wir werden sicherlich viele gute Beispiele hören. Denn hier ist es jetzt wirklich ein Fall, wo man nicht sagen kann, wir brauchen nur eine riesengroße nationale Strategie und alles wird besser, sondern wir müssen hier eben aus guten Beispielen lernen, die auf kleiner Ebene funktionieren und verstehen, warum sie dort funktionieren und inwiefern man sie in bestimmte Regionen übertragen kann, aber vielleicht in andere überhaupt nicht und auf andere bestimmte Gruppen überhaupt nicht. Also eben diese Kleinteiligkeit, wie wird aus der Kleinteiligkeit dann ein großes politisches Gebilde gestrickt? Das ist für mich eine der großen Herausforderungen. Genug gesprochen, wir haben eigentlich eine offizielle Diskutantin, und zwar Professor Dr. Karin Böllert. Sie ist die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Das ist ehrenamtlich. Und außerdem ist sie auch Hochschullehrerin an der Uni Münster mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe und Sozialpolitik. Frau Böllert, Ihre Reaktion. Wir freuen uns drauf. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann ja nur auf einige Teilaspekte dessen eingehen, was Birgit Reißig alles genannt hat. Ich würde gerne noch mal daran erinnern, dass es noch gar nicht so lange her ist, ein paar Tage erst, dass eine große überregionale Tageszeitung in Deutschland getitelt hat, dass in den letzten 2 Jahren tausende junge Menschen schlicht und ergreifend einfach von der Bildfläche verschwunden sind. Sie tauchen nämlich in keiner Statistik mehr auf, weder in der Berufsausbildungsstatistik, noch in der Schulstatistik, noch in der Hochschulstatistik. Sie haben kein Studium begonnen, keine Ausbildung begonnen. Sie gehen aber auch nicht mehr zur Schule. Sie haben vielleicht nach einem Ausbildungsabschluss auch keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt gefunden oder sind nicht in den Arbeitsmarkt eingemündet. Und diese jungen Menschen sind meiner Meinung nach vor allen Dingen durch die Corona-Pandemie ursächlich mitgescheitert, weil gelingende Übergänge in Bildung und Arbeit während der Pandemie zusätzlich erschwert waren, würde ich gerne sagen. Zusätzlich, vorher waren sie auch für viele nicht leicht, hat Birgit Reißig gerade gezeigt. Aber jetzt trifft es auch viele junge Menschen, die vorher eigentlich von einem sehr linearen Bildungsgang ausgegangen sind, für sich selber auch. Diesen jungen Menschen, die sind gescheitert, weil ihnen ganz wichtige Leitplanken auch der Übergangsgestaltung vorenthalten worden sind. Es gab keine Praktika mehr, es gab keine Ausbildungsmessen mehr, Informationstage der Hochschulen oder von Betrieben und vieles andere hat schlicht und ergreifend nicht stattgefunden.
Und entscheidend für mich in dem Zusammenhang ist, dass die jungen Menschen selber ihre warnende Stimme vor dieser Entwicklung erhoben haben, dass sie aber schlicht und ergreifend nicht gehört worden sind. Ich denke, dass Wolfgang Schröer heute Vormittag ja auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Jugendpolitik sich eben als nicht krisenfest erwiesen hat. Und hiervon, und das hat Birgit Geisiger jetzt gerade auch noch mal deutlich gemacht, sind vor allen Dingen sehr viele benachteiligte junge Menschen besonders betroffen. Aber die Sorge um ihre Zukunft teilen diese jungen Menschen mittlerweile auch mit vielen anderen Gleichaltrigen. Gerade hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie veröffentlicht, wonach 54% der jungen Menschen in Deutschland zwischen 14 und 20 davon ausgehen, dass sich ihre Ausbildungschancen durch Corona verschlechtert haben. Und was für, finde ich, die Politik ein echtes Warnzeichen in diesem Zusammenhang ist, dass 42% dieser Jugendlichen kritisieren, dass die Politik zu wenig oder gar nichts für Ausbildungsplatzsuchende tut. Das ist, da müssten eigentlich der Jugendpolitik, aber auch der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik die Ohren klingeln, schrillen vor diesem Warnruf, den junge Menschen erneut wieder aussprechen. Im Übrigen meint auch mehr als ein Drittel, dass es zu wenig Ausbildungsplätze gibt. Und da komme ich auf diese eigentümliche Gemengelage, die Birgit Reisig ja gerade auch schon angesprochen hat. Auf der einen Seite suchen alle Branchen in Deutschland händeringend Auszubildende. Man kann ja nirgendwo mehr irgendwo über die Straße gehen, irgendwo einkehren. Ganz egal, was man macht, überall steht, werden Sie Teil unseres Teams. Wir haben auf dich gewartet, wir suchen dich. Und auf der anderen Seite ist aber die Zahl der Ausbildungsplätze selber Corona-bedingt auch zurückgegangen. Das darf man nicht vergessen. Das hat eben bestehende Passungsprobleme und strukturelle Verwerfungen des Arbeitsmarktes nochmal wieder erneut verstärkt. Wie kann Politik junge Menschen besser unterstützen? Ein Blick in den Koalitionsvertrag vielleicht. Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, die allen Jugendlichen einen Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung ermöglicht, stets vorrangig im Betrieb. Das kann man im Koalitionsvertrag nachlesen. Wie so eine Ausbildungsgarantie, Ausbildungsplatzgarantie umgesetzt werden kann, ist aber noch nicht näher beschrieben worden und steht auch noch nicht fest. Und ich denke, dass es ohne jeden Zweifel sicherlich wünschenswert wäre, wenn wir in Zukunft vielleicht so etwas wie einen Rechtsanspruch auf Ausbildung für jeden jungen Menschen haben, ganz unabhängig davon, von welcher Ausgangsposition aus her benachteiligt, bildungsferner, gut qualifiziert er so eine Ausbildung anstrebt. Wichtig aber aus der Perspektive der jungen Menschen wäre dabei, dass es nicht irgendeine Ausbildung ist, so nach dem Motto Hauptsache in Ausbildung, sondern dass diese Ausbildung auch den Wünschen der jungen Menschen selber entspricht, eher nach dem Motto, so stelle ich mir meine berufliche Zukunft vor. Ich habe noch viele Fragen daran. Ich brauche so etwas wie eine individuelle Lebenslaufplanung. Aber mein eigener beruflicher Wunsch, meine Perspektive der Integration in Arbeit ist quasi Ausgangspunkt aller weitergehenden Überlegungen, was dann auch dazu führen würde, dass wir nicht mehr die Entwicklung hätten wie im Augenblick, dass quasi auferzwungene Ausbildungswege zur Konsequenz haben, dass wir da eine sehr, sehr hohe Abbrecherquote haben mit erheblichen Kosten für die ausbildenden Institutionen, aber auch für die jungen Menschen natürlich selber. Aber selbst wenn wir so eine Ausbildungsgarantie hätten, kommt es für junge Menschen in benachteiligenden Lebenssituationen zusätzlich auch darauf an, dass sie dazu befähigt werden, ausbildungsbezogene Zukunftsperspektiven entwickeln zu können, wo dann eben viele Dinge, die Birgit Reisig gerade gesagt hat, sich nicht auf ein sehr enges, vielleicht auch geschlechtstypisches Ausbildungssegment zu beschränken, Alternativen zu sehen, wahrnehmen zu können. Aber um das tatsächlich bewerkstelligen zu können, brauchen einige der jungen Menschen, ich sag mal, so etwas wie professionelle Wegweiser. Sie brauchen eine begleitende Unterstützung durch Angebote auch der Jugendberufshilfe. Das wäre dann nicht nur Teilhabegerechtigkeit, sondern wäre auch Befähigungsgerechtigkeit, die daran geknüpft ist, dass im Rahmen einer Ausbildungsgarantie auch die Kinder- und Jugendhilfe
nicht aus ihrer Verantwortung für selbstbestimmte Zugänge junger Menschen in Ausbildung und Arbeit entlassen wird oder sich selber mit Verweis auf die Ausbildungsgarantie entlässt, um die dann frei werdenden Mittel vielleicht anderweitig verwenden zu können. Das heißt, für mich wäre die Zielperspektive eines jugendpolitischen Handelns die Bewältigung der Qualifizierungsherausforderungen des Jugendalters als selbstbestimmter Zugang einer Zukunftsgestaltung durch die jungen Menschen selbst. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Frau Böller. Das ist auch da viele Fragen. Wie machen wir das genau? Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass manchmal die Zukunftsperspektive komplett abhanden gehen kann, weil man eben in einer Situation lebt, wo man das nicht sieht und das auch zunehmend schwierig ist. Ich meine, das ist sicherlich die Tatsache, dass wir ja auch bei der OECD oft sagen, später werden unsere Kinder in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt, von denen wir noch gar nicht wissen. Wir machen viel zur Skills Anticipation und Voraussagen von Skills, aber da ist natürlich dann auch, ist es für die Politik genauso wie für Lehrer, für Professoren, für Eltern, für alle, die mit Jugendlichen zu tun haben, ist es natürlich dann auch nicht einfach zu sagen, was hat Zukunft und was gibt es überhaupt. Natürlich sind unsere eigenen Vorstellungen sind natürlich auch, und was die Jugendlichen an Vorstellungen haben, ist oft durch die Vorstellungen von ihren Eltern, von tradierten Berufen natürlich auch bedingt. Mhm. Ja. Und davon müssen sich die Jugendlichen natürlich dann auch lösen. Frau Sabina Schutter, Sie sind Vorsitzende SOS Kinderdorf und haben sicherlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Wozu inspiriert Sie das, was Sie jetzt gerade gehört haben von Frau Reissig und Frau Böllert aus Ihrer Perspektive? Ja, vielen Dank. Ich will es nochmal von einer ganz anderen Seite anschauen, was hier gerade gesagt wurde, was aber sich inhaltlich nicht stark unterscheidet. Erst einmal möchte ich Ihnen die Perspektive erläutern, aus der ich spreche. Kinder, die bei SOS Kinderdorf aufwachsen, können nicht bei ihren Eltern aufwachsen. Die bringen Entwicklungsverzögerungen mit sich, die sich auch auf ihre Bildungsbiografien auswirken. Aber auch Kinder, die in sozial benachteiligten Lebenslagen bei ihren Eltern aufwachsen, haben häufig Bildungsnachteile, weil es einfach bestimmte Unterstützungsleistungen nicht gibt, die ihnen mitgegeben werden können. Das heißt, diese Kinder, die Perspektive der jungen Menschen, aus der ich spreche, die ist eine sehr besondere Perspektive, weil sie einfach mit verschiedenen Nachteilen schon mal ins Leben reinstarten. Und was Birgit Reissig gesagt hat und ja auch Frau Professor Böllert, finde ich, lässt sich an ganz vielen Stellen darauf zusammenfassen, dass die Jugendphase zeitlich sehr klar getaktet ist. Also es gibt sehr klare Maßnahmen, die stattfinden müssen in einem bestimmten Alter. Wenn man in dem Alter das noch nicht erreicht hat, dann ist man irgendwie auch schon ein Bildungsverlierer oder ein Nachzügler. Die Maßnahmen, die Bundesagentur für Arbeit für die Berufsorientierung ausspricht, sind immer auf bestimmte Zeiträume beschränkt. Und SOS Kinderdorf macht ja auch Maßnahmen der Berufsorientierung. Und aus der Praxis höre ich da ganz häufig, wissen Sie, Frau Schutter, wir haben hier junge Menschen, die haben manchmal einfach Schwierigkeiten, morgens aufzustehen. Die brauchen ein Jahr, um irgendwie dahin zu kommen, dass sie morgens aufstehen. Und dann können die sich überlegen, welche Ausbildung sie haben wollen. Das heißt, man bräuchte für solche jungen Menschen eine Art flexibles System der Berufsorientierung, der Ausbildung und des Berufseinstiegs, um passgenau darauf reagieren zu können, in welcher Lebensphase die jungen Menschen sich auch zum Beispiel mit Blick auf ihre Mental Health oder auf ihre Gesamtsituation gerade befinden, um hier nicht innerhalb von einjährigen Maßnahmen sagen zu müssen, du musst jetzt innerhalb von diesem einen Jahr das geschafft haben und wenn du das nicht schaffst, musst du die nächste Maßnahme machen, die vielleicht gar nicht zu der Maßnahme davor passt. Das als Praxisbezug, aus dem ich argumentiere. Und das führt mich zu einer Gesamtforderung oder zu einem Gesamtplädoyer für eine Zeitpolitik für junge Menschen. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass Zeit auch im Jugendalter sehr flexibel sein kann. Es kann 2 Jahre Pandemie geben mit Lockdowns, Schulschließungen und allem anderen. Und dann ist plötzlich 1 Jahr der Schulbiografie weg. Und wenn wir diese Erfahrung übertragen auf das Leben von jungen Menschen eben am Übergang in Schule und Beruf, dann bedeutet es, dass wir eben
die Zeit und die biografischen Entwicklungen von jungen Menschen flexibler denken müssen und ihnen auch das Gefühl mitgeben müssen, es ist auch in Ordnung, wenn ihr mehr Zeit braucht. Es ist ja, es war, die Konsequenz aus der Pandemie von den jungen Menschen war ja nicht, wir wollen ein Jahr Schulverlängerung, sondern es war ja so ein extremer Druck dahinter, dass sie gesagt haben, wir wollen trotzdem mit 18 Abitur machen, wir wollen trotzdem das jetzt alles schaffen. Und das liegt daran, dass wir diese Verzweckung von Aufwachsen ja schon so indoktriniert haben und so internalisiert haben, dass junge Menschen diese Flexibilität in ihrem eigenen Kopf auch oft gar nicht haben. Und dann eben alle, die rausfallen aus diesem zeitlichen Spektrum, sich falsch fühlen. Das ist das eine Plädoyer, was ich eröffnen wollte. Die zweite Perspektive, die ich eröffnen wollte, ist, es gibt einen erheblichen Anteil von jungen Menschen, insbesondere diejenigen, die aus stationären Hilfen der Erziehung kommen, die werden niemals einen Schulabschluss machen. Und die werden auch wahrscheinlich keine Ausbildung abschließen. Die kommen, es kann passieren, dass sie mit Eintritt der Volljährigkeit direkt in die Grundsicherung für Arbeitssuchende geraten und dann nie wieder rauskommen. Und ich denke, man müsste politisch hier auch dafür plädieren, dass wir uns fragen, welche Chancen haben die Chancenlosen? Welche Chancen haben die jungen Menschen, die vielleicht das eben nicht schaffen? Ist es wirklich unser einziges Ziel, dass wir sagen, dann sind die eben über das SGB II versorgt? Können wir nicht sagen, wir schaffen auch eine Arbeitsmöglichkeit, ähnlich wie die WFBMs, aber eben für junge Menschen, die nicht unter das Label der Behinderung oder Beeinträchtigung fallen, um hier auch eine Lebensperspektive zu schaffen? Und das dritte Plädoyer, was ich gerne machen wollte, und das passt hier vielleicht nicht hin, aber ich möchte es einfach trotzdem sagen, ist auch für mehr Leichtigkeit. Wir sprechen, wenn wir über die Lebensphase Jugend sprechen, sprechen wir ähnlich wie bei der Kindheit über so eine Lebensphase, die sehr klar auf ein Ziel hingehen soll. Also jung sein als Lebensphase im Werden, nicht als Lebensphase im Sein. Und das zeichnet sich institutionell ja an ganz vielen Dingen ab, Bologna-Prozess etc. Und ich weiß nicht, ich würde vielleicht auch ein bisschen alt, vielleicht liegt es daran, aber ich habe meine Jugendphase auch als eine Zeit der Recklessness erlebt, des Ausprobierens, des Dinge tun, die ich heute vielleicht nicht mehr tun würde. Und diese Zeit auch jungen Menschen zu ermöglichen und zu sagen, ihr könnt eure Zeit auch verschwenden. Ja, verschwendet eure Jugend, diesen Blick auch wieder auf Jugend zu eröffnen. Das ist das dritte Plädoyer, das ich aus den beiden vorherigen Beiträgen ziehen möchte. Vielen Dank. Vielen Dank, das war ein starkes Plädoyer und interessant, sich zu überlegen, wie das auch in der Politik umgesetzt werden kann. Mehr Zeit lassen, mehr Leichtigkeit, ich glaube, da werden wir alle zustimmen. Wir wissen ja auch, dass die psychischen Belastungen unter Jugendlichen durch die Corona-Krise extrem hochgegangen sind und das ist was wir überall in OECD-Ländern beobachten. So, dazu haben wir auch einige Studien gemacht und das bedrückt uns sehr und man weiß auch nicht wirklich, wie man das kurzfristig wieder umdrehen kann. Und ich denke eben, Vertrauen geben und sagen, das wird schon und da ein bisschen Abstand nehmen, aber gleichzeitig den Zug nicht verpassen. Das ist ja, glaube ich, der große Zielkonflikt, in dem wir uns hier befinden, dass man einerseits, wir müssen dedramatisieren, aber andererseits dürfen wir natürlich auch nicht nur zugucken, wie die Zukunft von bestimmten Leuten eben, wie Sie sagen, in der Grundsicherung endet und sie da nicht mehr rauskommen. Also und gerade im Kinderdorf haben sie natürlich da auch ganz besonders in ganz besonderem Kreis. Und ich muss sagen, hier, wir beschäftigen uns bei der OECD auch viel mit Obdachlosigkeit. Und wenn Sie sehen, dass in Paris 25% der Obdachlosen heute frühere Pflegekinder sind, dann schockiert es doch sehr. Und da sieht man eben, dass eben dieses Zusammenkommen von verschiedenen Benachteiligungen ebenso sich langfristig extrem auswirkt. Und das sind nicht Leute, die heute 20 sind, sondern das sind Leute, die heute 50 sind, die Ihnen ihre Biografie so erzählen. Ich möchte jetzt den Kreis öffnen für weitere Diskussionsbeiträge. Ich möchte unsere Zuhörer alle ermutigen, den Q&A oder den Chat, ich glaube, man kann beides, Herr Edel, benutzen, sowohl den Chat als auch die Question and Answers. Bitte stellen Sie Ihre Fragen. Und Speakers, aber auch einfach Ihre Kommentare oder wenn Sie selber einen Beitrag hier leisten möchten. Ich habe auf meiner Liste schon mehrere Leute und zwar möchte ich beginnen mit Afrodita Bojadjeva von der Stiftung Zukunft in Berlin. Frau Bojadjeva,
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Hallo, ich hoffe, Sie können mich hören. Ja. Ja, danke für diesen Impuls. Also das sind viele Sachen, die ich mir hier auf dem Zettel aufgeschrieben habe. Ich bin ein Teil des Europa-Teams in der Stiftung Zukunft Berlin. Und hier an der Stelle, vielleicht kann ich auch ganz kurz das Thema auch auf europäischer Ebene heben, sozusagen. Also es sind auch viele Themen, die auch auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und aus unserer Sicht können wir auch zum Beispiel auch sehen, dass das in der Corona-Pandemie und die Auswirkungen der Pandemie sich auch sehr auch auf das Bewusstsein eines Europas sich also auch ihre Auswirkungen hatten. Auch insbesondere, dass viele Programme und auch Austauschprogramme, die bereits auch sehr erfolgreich waren und wo Jugendlichen auch die Chance hatten, ihr Land zu verlassen, in Europa unterwegs zu sein, auch in die letzten 2 Jahren ausgefallen sind. Und das ist schade, und man sieht aber auch bei den Jugendlichen, dass es auch, das Interesse da war, aber auch, weil man auch in der Schule so viel zu tun hatte, dass das auch einfach keinen großen Stellenwert mehr hatte, weil sie sind auch mit sehr existenziellen Problemen, sagen wir mal, beschäftigt worden, und das auch unterstützen, was Frau Schütter auch gesagt hat, dass es auch die Zeit ist, wo man Erfahrungen machen kann und soll und sich austauschen sollen, einfach mal über den Tellerrand schauen soll. Und das ist, glaube ich, in die Generation auch insbesondere durch die Pandemie so, dass die da unter großem Druck stehen und sich auch Zeit für diese Sachen nicht nehmen, was natürlich schade ist. Dazu kann ich auch mal vielleicht kurz sagen, dass, also was wir so machen, ist, dass auch, dass wir niederschwellige Formaten für Jugendlichen uns überlegen, wie die Jugendlichen und der jungen Erwachsenen tatsächlich eingebunden werden können. Also dass da auch bereits bei jungen Erwachsenen das Bewusstsein gestärkt wird, dass man sich für seine Stadt, seinen Bezirk, also das für sein Land und auch für Europa einsetzen kann und soll, und dieses Bewusstsein auch gestärkt wird, dass man dann auch alles, was man auch macht, also dass es auf die Ebene auf Kultur ist und Verein oder dass man dort die Leute erreicht, dass dem bewusst wird, dass die dann viel machen können und sollen und dass sie sich auch selbst für ihre eigenen Probleme sich einsetzen sollen. Das ist aber auch die Herausforderung, weil bei vielen auch solche Veranstaltungen, wir sehen es auch, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass da kommen ja sozusagen immer wieder die gleichen, also die bereits das Interesse an dem Thema haben. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die Leute zu erreichen, die auch, also auch von anderen Speaker auch erwähnt worden sind, dass das Leute, die nicht unbedingt in diesem Kreis gehören und deren Stimme aber also genauso wichtig ist. Ja, vielen Dank. Das war eine sehr wichtige Frage, die ich auch hätte, und zwar an alle drei unserer Speakers. Wie erreicht man die am meisten gefährdet sind, die unter Umständen eben dann, wie Sie sagten, entweder eine Grundsicherung landen oder einfach zu weit weg sind? Was kann die Politik machen? Mit was für Aktionen? Ist es in der Schule? Ist es auf der lokalen Ebene? Oder wo muss man hingehen, um diese Leute zu erreichen? Oder ist es Kommunikation? Ist es in Frankreich gibt es im Moment gerade von der Regierung eine große Aktion, die heißt Ein junger Mensch, eine Lösung, un jeune, une solution. Und das ist zum Beispiel, wird es überall beworben im Kino. Wenn Sie ins Kino gehen, dann gibt es überall erstmal so einen Trailer, der auch sehr, sehr ansprechend gemacht ist, der sehr praktisch ist und Lust macht, im Prinzip sich dort zu melden. Das ist eine Möglichkeit. Aber Sie in Ihrer Erfahrung kennen sicher noch andere. Jetzt hatte ich erst Frau Schütter und dann Frau Böllert. Ja, mein Beispiel ist wieder etwas ein Mikrobeispiel. Wir haben bei SOS Kinderdorf einen Kinder- und Jugendrat, wo die jungen Menschen, die bei SOS Kinderdorf aufwachsen, sich selbst vertreten. Und ich treffe mich einmal im Monat mit diesen jungen Menschen und sie können mir ihre Anliegen vortragen. Und ich sage immer, dass das mein Lieblingstermin ist, weil das der einzige Termin ist, wo, wenn ich irgendwie sage, ja, das nehme ich mal mit, ganz wichtiger Beitrag, dann sagen die immer, nee, Frau Schütter,
das reicht uns jetzt nicht, wir wollen hier schon mehr sehen. Und was wir mit diesen jungen Menschen auch machen, ist, dass wir ihnen ein politisches Sprachrohr bieten und mit ihnen Termine machen, zum Beispiel mit Bundestagsabgeordneten, wo sie ihre Interessen vertreten können. Wir haben zum Beispiel jetzt in Düsseldorf vor der Landtagswahl eine größere Veranstaltung gemacht, wo die jungen Menschen ihre Forderungen auch den Kandidatinnen und Kandidaten übergeben haben. Und eine Erfahrung, die ich da gemacht habe in dieser Veranstaltung, war, dass eine junge Frau hat gesagt, können Sie bitte weniger reden, das ist so langweilig. Und das fand ich irgendwie sehr treffend, dass politischer Diskurs, so wie wir ihn führen, auch so wie wir heute sprechen, ist für junge Menschen, die vielleicht auch Bildungsschwierigkeiten haben, die aber trotzdem Wünsche und Anliegen und sehr legitime Vorstellungen haben davon, wie Leben aussehen soll. Das ist nicht das Format, was für diese jungen Menschen funktioniert, sondern da muss eben dann der Berg auch zum Propheten gehen. Da muss man eben die Formate und die Unterhaltung finden, die funktioniert. Und das können kurze Videos sein oder eben Videochat oder Online-Diskussionen. Und klar, was auch stattfinden muss, was wir jetzt bei uns im Verein machen, das müsste natürlich im viel größeren Level stattfinden, dass wir die jungen Menschen auch coachen und trainieren, damit sie auch keine Angst haben, in diesen Settings ihre Stimme zu erheben. Damit haben wir aber sehr gute Erfahrungen gemacht. Wunderbar. Frau Böllert. Ich glaube, wir müssen lernen, diesen jungen Menschen, die Schwierigkeiten haben, die vielleicht tatsächlich nie eine Ausbildung machen oder im Arbeitsmarkt einmünden, auch denen müssen wir mehr Zutrauen schenken, weil gerade auch die Frage aufgetaucht ist im Hinblick auf eine europäische Perspektive. Wir haben beispielsweise Untersuchungen in Deutschland, die junge Menschen befragt haben, die, ich sag mal, im weitesten Sinne zu benachteiligten Jugendlichen gehören. Würdest du dir eigentlich auch so ein Austauschprogramm zutrauen? Hättest du mal Lust, an so einem europäischen Programm teilzunehmen? Und dann sagen die übereinstimmend, ja, würden wir total gerne machen, aber irgendwie trauen wir uns nicht. Mhm. Das ist vielleicht noch eine Antwort, die man erwarten kann. Die Herausforderung besteht aber darin, dass die Fachkräfte gefragt worden sind, was würdet ihr denn davon halten, wenn eure Jugendlichen mal an so einer Maßnahme teilnehmen? Und da haben die Fachkräfte gesagt, wäre schön, aber das schaffen die nicht. Und da ist, glaube ich, die Krux, dass, ich sag mal, sowas wie ein gelingender Lebensweg immer noch der ist, der durch Zeugnisse zertifiziert ist. Und wenn man die nicht vorweisen kann, kann man auch vieles andere nicht. Und der letzte Jugendbericht hat ja nochmal deutlich gemacht, vergessene Räume, dass es politische Bildung auch in Handlungsfeldern gibt, die nicht verkopft sind. So, es ist auch eine Form von politischer Bildung, wenn ich, sage ich mal, bei Frau Schutter, bei SOS Kinderdorf, die Bewohnerinnen und Bewohner merken, wir haben hier Mitgestaltungsmöglichkeiten, wir haben hier Mitsprache. Es ist nicht egal, wie wir uns hier fühlen. Wir können unseren Lebensraum auch gemeinsam mit anderen gestalten. Und solche Erfahrungen wirklich im Kleinen, aber systematisch, nicht dem Zufall überlassen zu ermöglichen, wäre, glaube ich, ein richtiger Schritt, damit das, was Frau Schutter, hört sich ja jetzt schön an, Frau Schutter, die Bemerkung kann ich mir jetzt nicht verkneifen, mehr Zeit zu haben im Jugendalter, entschleunigen, schlendern können, mal nach rechts oder links gucken. Das ist ja auch etwas, was diese jungen Menschen gerne machen würden, wozu sie aber aufgrund ihrer Benachteiligung gar nicht die Möglichkeit haben. Die haben nämlich nicht die Zeit, mal irgendwo hinzufahren, weil ihnen die materiellen Voraussetzungen fehlen. Da sagen keine Eltern, mach doch erstmal eine Weltreise, wenn du wiederkommst, weißt du gerne, was du dann werden möchtest. Oder nimm doch am Erasmus-Studium teil oder als Schülerin gerne Austauschprogramm an. Das sind alles Erfahrungen, die diesen jungen Menschen fehlen. Deswegen haben die diese schöne Jugend in dem Sinne ja auch nicht, wie sie so idealerweise entworfen haben. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe, jenseits von dieser Ausbildungs- und Arbeitsmarktverpflichtung auch benachteiligten jungen Menschen genau das zu eröffnen. Und das geht, wenn man es will. Aber sie schaffen es nicht alleine, sie brauchen Professionelle an ihrer Seite. Aber auch an Sie, Frau, nochmal die Frage, Frau Böllert. Frau Schutter hat natürlich die Möglichkeit, im Kinderdorf direkt mit den betroffenen Jugendlichen zu reden, die zu mobilisieren, die haben sozusagen, die sind schon da. Aber wie sollen das die anderen machen, wenn die eben nicht da sind oder nicht mehr da sind? Und wie kriegen wir die zurück? Haben Sie da Ideen? Also erstmal haben wir ja den Bereich der Jugendarbeit, der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben viele Freizeitangebote für junge Menschen. Wir haben in vielen Quartieren, soziale Stadt und so weiter und so fort, Quartiersmanager,
wo man durchaus solche Ansätze mit diesen Jugendlichen auch machen kann. Man vergisst sie nur einfach zu fragen. Also man kann auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, vorhin war mal das Stichwort Wahlen, kann man sowas wie Wahlbausteine machen mit denen. Aber nicht, indem man sich den ganzen Tag dahinsetzt und die müssen irgendwas aufschreiben. Indem man sich eine Zukunftswerkstatt überlegt, die auch ihren Vorstellungen entspricht. Und indem Politik sich diesen jungen Menschen stellt. Wenn der Oberbürgermeister einer Kommune oder wie er immer auch heißen mag, in den unterschiedlichen Strukturen in so einen Jugendclub reingeht, in meiner Heimatstadt Rostock gab es zum Beispiel so ein Jugendfrühstücken, wo die Senatoren sich in Stadthafen einen Tisch hingesetzt haben, da wurde Frühstück eingedeckt und da konnten alle jungen Menschen hingehen, die wollten mit denen zusammen frühstücken und ihre Anliegen loswerden. Das war etwas, was erfolgreich war, wo man dann aber auch hinterher gucken muss, war das jetzt mehr als schöne Bilder für den Oberbürgermeister? Und hat er das ernst genommen, was die gesagt haben? Und ich finde, da haben wir als sozialpädagogische Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe auch eine Aufgabe, das zu machen. Und wenn man sich diesen Anstrengungen stellt, kann ich nur sagen, es macht auch unheimlich viel Spaß, den Jugendlichen und den Fachkräften mal diese eingefahrenen Gleise zu verlassen, weil man seine eigene Wirksamkeit sowohl auf der Adressatinnenseite als auch bei den Fachkräften noch mal in einer sehr viel sinnstiftereren Form auch erfahren kann. Wunderbar, danke. Frau Reissig, Sie hatten sich schon lange gemeldet. Genau, da ist jetzt auch schon viel gekommen, was meine Erfahrungen auch betrifft. Also gerade auch, was Karin Böllert jetzt zum Schluss gesagt hat, wirklich diese Erfahrung zu machen, dass man gehört wird auf der einen Seite. Aber aus unseren Interviews in diesem Bereich ist natürlich auch klar, wenn dann nichts passiert daraus. Also man hat einen großen Prozess der Partizipation angestoßen, beispielsweise mit jungen Menschen, die sind da auch extrem motiviert gekommen und vielleicht auch nicht nur diejenigen, die das schon immer machen, sondern man hat vielleicht auch andere erreicht. Aber es ist natürlich dann immer der Schritt, etwas dann wirklich auch umzusetzen, diese Selbstwirksamkeit auch wirklich im Ergebnis zu sehen. Das ist natürlich der Punkt, wo es dann auch häufig nochmal hakt. Das liegt natürlich auch an politischen Prozessen. Die sind natürlich auch etwas langwieriger in vielen Stellen. Aber hier muss es, glaube ich, Formate geben, wo dann wirklich auch unmittelbar etwas daraus folgt aus solchen partizipativen Momenten. Weil das Interesse, das können wir auch aus allen unseren Untersuchungen, also wenn wir Interviews führen, auch mit sogenannten benachteiligten Jugendlichen, die haben was zu sagen und die haben auch Ideen. Also insofern, also das sozusagen das immer zu unterschätzen, das, Karin, hast du ja auch schon gesagt, das ist, glaube ich, immer ein Problem. Die Orte mache ich jetzt vielleicht nicht unbeliebt, aber ich glaube auch, dass das durchaus auch Schule, gerade auch im Ganztagsschulzusammenhang, dort haben wir ja über außerschulische Angebote beispielsweise, die eben auch von Jugendhilfe unter anderem kommen, ich glaube ich auch nochmal einen guten Zugang zu Jugendlichen, die da vielleicht nicht so einfach von alleine drauf kommen. Also das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, auch diese vielleicht auch nonformalen Möglichkeiten, die durchaus ja auch Schule bieten kann, hier zu nutzen. Und eine Bemerkung möchte ich noch machen zu der Zeitthematik, die angesprochen wurde, weil das ist natürlich was ja auch sehr unterschiedlich bewertet wird. Also wir sehen in der ganzen Jugendforschung der letzten Jahrzehnte, das ist ja genau diese Destandardisierung, alles beginnt später, man geht später ins Studium, man geht später in die Ausbildung, das sind ja die Zahlen, die kennen wir. Und es wird aber sehr unterschiedlich bewertet, wer dort was macht. Ja, also wenn natürlich jemand ein Auslandsjahr macht, ein europäisches Jahr oder was auch immer, dann wird das ja durchaus extrem positiv bewertet. Und dann ist das auch in Ordnung, dass man hier Verzögerungen zwischen Schule und dem nächsten Schritt hat. Aber wenn man tatsächlich erstmal nichts macht in der Berufsvorbereitung oder was auch immer, wird das natürlich ganz anders bewertet, auch auf der institutionellen Ebene. Und da muss man, glaube ich, auch nochmal sehr viel stärker dagegen argumentieren und zu sagen, die Idee eines Moratoriums müsste dann auch wirklich gleichwertig behandelt werden. Und wir waren letzte Woche auf einer Tagung, wo auch die nordeuropäischen Länder gerade mit dabei waren. Und Norwegen beispielsweise macht das. Die machen Eltern unabhängig finanziertes Gap Year als Moratorium, um da auch nochmal bestimmte, ja, da kann man sich ja auch nochmal umschauen und entscheiden. Und das hat nicht so eine zusätzliche Diskriminierungsebene, die man ja sonst sehr schnell dann auch drin hat. Ja, danke schön, Frau Schutter. Ich wollte das nur nochmal verdeutlichen. Ich habe mich ja kurz gefasst vorhin. Natürlich ist das genau ein Bild von der Zeitpolitik.
ich wollte auf diese Widersprüchlichkeit hinweisen, dass wir einerseits Gap Years und Weltreisen haben und auf der anderen Seite einjährige Maßnahmen von der Bundesagentur für Arbeit, und die läuft dann ab und dann bist du sozusagen wieder auf der Straße, wenn du nicht die Folgemaßnahme hast. Das ist ja, finde ich, diese Widersprüchlichkeit von B- und Entschleunigung. Und einfach nur ein Satz noch von der Stärkung zu dem, was Frau Böllert und Frau Reisig auch gesagt haben. Das ist ganz klar. Es muss immer was passieren. Also unsere jungen Menschen, wenn wir sie politisch mitnehmen und es passiert am Ende nichts, es kommt nichts aus ihren Redebeiträgen, dann haben sie keine Lust mehr. Das geht sehr, sehr schnell. Sie merken das auch, wenn sie nur für Fotos da sind. Das sind ja nicht doof. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an Sie alle drei und vielleicht auch an Frau Gutjahr, die war: Wenn Sie jetzt den einen Wunsch frei haben in der Politik und den können Sie jetzt ansiedeln auf egal welcher Ebene, auf nationaler Politik, Länderebene, Lokalpolitik, was wäre für Sie die absolute Priorität, was die Politik jetzt machen soll? Frau Reisig, wollen Sie anfangen? Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Aber ich würde schon sagen, dass man eine gute Unterstützung braucht, sei es eine Ausbildungsplatzgarantie oder was auch immer, dass wirklich diese Basisfragen tatsächlich angegangen werden müssen, bei allem, was tatsächlich auch noch eine wichtige Rolle spielt. Also insofern in diese Richtung, glaube ich, sollte es zuerst gehen aus meiner Sicht. Gut, danke. Frau Böllert, was wäre Ihr Wunsch an die Politik? Ich würde auch eine Ausbildungsgarantie als sehr wichtig erachten, aber nicht unter der Perspektive, die Wirtschaft klagt über Fachkräfte, sondern als Wertschätzung für junge Menschen, und zwar für alle jungen Menschen. Und dazu könnte man dann auch kombiniert das von Frau Schutter ja geforderte Zeitkonto nehmen. Es gibt junge Menschen, die brauchen eben einfach länger für eine Ausbildung, und sie kriegen nicht nur eine Ausbildungsplatzgarantie, sondern wir schenken ihnen auch die Zeit, die sie brauchen, um diese Ausbildung abschließen zu können. Und Frau Schutter, was wäre Ihr Wunsch? Ja, ich mache es mir jetzt leicht. Ich stimme allem zu, was die Vorrednerinnen gesagt haben, und noch dazu eine Absenkung des Wahlalters. Auf welches Alter würden Sie es absenken? Naja, man könnte jetzt erstmal auf 16 absenken. Dann haben wir auf jeden Fall eine relevante Zielgruppe, die dann wahlberechtigt wäre, für die man dann auch was tun muss politisch. Und dadurch ergeben sich dann die Folgemaßnahmen. Wunderbar. Frau Gutjahr-Dewa, wollen Sie auch noch mal einen Wunsch an die Politik richten? Also ich stimme auch gern zu, und auch was Frau Hütter gesagt haben, also die Abdeckung des Wahlalters. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, dass man dann Strukturen schafft für die Jugendbeteiligung auch auf lokaler Ebene. Also auch, dass es eine Struktur gibt, die dann ermöglicht, jungen Menschen sich zu beteiligen, aber auch, dass es draußen folgen. So, Wunderbar, herzlichen Dank. Jetzt hoffen wir natürlich sehr, dass uns auch Politiker zugehört haben, die das umsetzen werden. Aber ich nehme an, dass wir auch nachher eine Zusammenfassung unserer Diskussionen haben und damit dann auch an die politische Ebene gehen können. Und ich will mich ganz herzlich bedanken für all die tollen Beiträge und die vielen Ideen. Viel, was wir weiter vertiefen könnten und vertiefen müssten. Aber ich nehme an, dass in den weiteren Diskussionen über das weitere Forum auch weiter die Themen auch weiter in die Richtung diskutiert werden, und bedanke mich damit ganz, ganz herzlich bei allen.